Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Kartmechaniker Simulator 2018. Ich bin's wieder, euer Florian TV. Hier oben rechts in der Facecam. Ja, ihr seht schon, ich bin wieder fleißig dabei. Wie ihr das schon seht, wie ihr das schon mitkriegt, habt. So, dann schaue ich jetzt mal, was haben wir für ein neues Fahrzeug? Ja, wir haben einen neuen schicken Audi. Ja, ist aber nicht unser Auto. Leider, schade. Muss ich euch enttäuschen. Ja, mal gucken, was das für ein Kunde heute ist. Ich bin mal gespannt, wir schon erstmal die Fahrzeuginformationen. Auftraggeber Herr Giesbrecht. Hallo, ich bin es wieder. Der letzte Kauf war ja nicht der beste. Aber nur habe ich das optionale Fahrzeug gefunden. Ein Geschenk für meine Frau. Ob das wirklich ein Geschenk ist, ist dann die nächste Frage. Internet-Auktionen sind neue wahre Fundgruben für hervorragende Autos und so konnte ich alles von meinem Sofa abwickeln. Ja, komisch. Ich habe das Auto vorab nicht besichtigt und ließ es sofort zu Ihnen bringen. Können Sie Öl nachfüllen und schauen, ob es eventuell kleinere Reparaturen Bedarf, es wird wohl nicht so viel zu tun sein. Ich hab mal gelacht gerade eben. Soll ich mal die Liste runtergehen, Herr Giesbrecht? Ja. Einmal die komplette Liste, so. So, dann, ja, Öl nachgießen, kein Thema, aber wird nicht so viel zu tun sein. Ja, ja, das sagen sie alle. Und hinterher ist doch das große Theater, ups. So, der geht jetzt erstmal auf den Diagnosefahrt. Ah, ich wusste es. Dieses Auto springt schon wieder nicht an. Ja, ja, dann checken wir doch. Machen wir erstmal einen Check-up hier. Moment. So, Check-up. Was sagt das, das Diagnoseprogramm? Ich bin mal sehr gespannt heute bei der Folge. So. Ja, das war mir klar. Zündkerzen sind normal. So. Was sagt der Rest davon? Kompressionsprüfer. Oh, 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 oh. Kolben. Ja, geil. Mensch, Leute, das wird ja immer interessanter hier. Herzlichen Glückwunsch. Darauf muss ich da jetzt mal einen Kaffee trinken. So, und wenn ich jetzt noch die Elektronik nachprüfe, dann weiß ich genau, dass hier mega viel Schrott ist. Oh, 55%. Na ja, gut, okay, wenn er das so sagt, dann ist das halt eben so. Ne, die Reifen. Ja, ich muss erstmal einen Kaffee zwischendurch trinken. Ja, die Reifen sind ja wirklich hinüber. Also wirklich, ja. So. Was machen wir jetzt Schönes? Ich würde sagen, da wir die Liste haben, haben wir fast alles erledigt. Also, wissen wir alles. Gut, rauf auf der Hebebühne, der Motor wird komplett zerlegt. Hilft nichts, Herr Giesbrecht. Das Auto wird zerlegt in seine Einzelteile, auch wenn es ein Audi ist, aber trotzdem. Ich wollte nur mal so erwähnen, ich habe mir heute das Bentley DLC geholt. Ja, war im Angebot übrigens. So, eieieiei, das wird ja eine lange Liste werden. So, erstmal alles hier verkaufen. Wenn was zu verkaufen ist, nö. Gut, dann fangen wir jetzt an. Achso, ich wollte sagen, ja, das Bentley DLC habe ich mir geholt. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also, ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass bald Bentley Autos hier kommen werden. Batterie und sowas, ja. Und da wird noch diverse andere Sachen dann kommen. Ja. Mazda DLC übrigens auch, ne? Nur zur Information. So. Oh, 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 oh. Wenn ich das hier schon so sehe. Ich kann den ganzen Motor wieder auseinandernehmen. Yay, das ist so eine Kunst. Motorschaden. Muss nicht unbedingt sein, kann aber sein, wenn die Kolbenringe schon so einen Kolbenfresser haben. So, Drosselklappe müssen wir mal entfernen.
Ja, so sieht das aus bei Audi. Normalerweise würde man in eine Vertragswerkstatt fahren, wenn man so ein Audi hat. Außer man kauft ihn direkt bei Audi und gebraucht, dann hat man noch eine gewisse Garantie. Aber wer weiß das schon? Die beschummeln einen ja heutzutage überall. So, was haben wir denn da? Eieieiei, Nockenwelle. Ach, 17%, ja, das wird ja mal mehr. Mensch, Steuerkette. 14%. Ich freue mich schon. Yay, ich freue mich schon. Echt. Das wird eine geile Sendung heute hier, eine Folge. Also, ich muss sagen, hier, ey. Derjenige, der Herr Giesbrecht, der hat sich einen ordentlichen Batzen an Geld hoffentlich zur Seite gelegt. Das mal wirklich, wird nämlich ein teurer Spaß. So, Turbolader. Ha, 7%. Ne, 8% Turbolader. Ja. Ui, da wird aber einiges zusammenkommen, Herr Giesbrecht. Tut mir leid, aber haben Sie leider Schuld. So eine Internet-Auktion sind auch nicht gerade immer so das Feinste, ne? Muss man ja mal sagen. Also, ich bin da ja immer sehr vorsichtig bei Gebrauchtwagen, aber hinterher ist die Rechnung dann doch höher, als man wollte. Man weiß es ja nie. Also, man kann ein Auto haben, was noch im tipptopp Zustand ist. Oder man hat ein Auto, was komplett einem gleich nicht mehr anspringt und völlig einen Geist aufgibt. Dann kann man nur noch den Abschleppdienst rufen. Yay! Und ich denke mal, hier haben sie wahrscheinlich auch den Abschleppdienst bei diesem Fahrzeug gerufen. Sonst würde der ja nicht hier mehr so rabiat aussehen. Ach ja, ich bin froh, dass ich nebenbei meinen Kaffee mal trinke und diese Folge hier mal machen kann. Oh, Einspritzdüsen hat das Ding ja auch noch. Ah, ja, das kennen wir ja noch gar nicht. Einspritzdüsen. Oh. So. Dann muss ich ja mal schauen. Das wird heute wahrscheinlich echt eine lange Folge werden. So, was haben wir denn hier? Oh. Okay, da haben wir heute viel zu tun. Nockenwellen erstmal alle hier beseitigen, reparieren, machen, tun. Ja, da haben wir einiges zu tun heute. Ich freue mich jetzt schon. Und ihr könnt euch auch drüber übrigens freuen über die Folgen, Kampagnenaufträge, die ich hier mache. Ja. Die Kunden sind immer ständig irgendwelche anderen Kunden. Manchmal sind es Kunden, die doppelt sind und manchmal sind es Kunden, die naja, sind. Aber mich soll's nicht jucken. Mich juckt das hier nicht die Bohne. So, Zündkerze, was haben wir denn da? Ah, noch schlimmerer Zustand. Ja. Tja, kein Wunder. Wenn ich da jetzt mit auf den Diagnosefahrt, dann kriegen hier wahrscheinlich die Mechaniker alle einen Rappel. So. Ja, wie gesagt, ich sehe das hier schon. Das sieht schon mal nicht gut aus. Oh. Na, den Anlasser, den können wir gleich mal wieder rausnehmen. Dann kriegt er erstmal einen neuen dran. 53% ist schon nicht mehr gut. Was haben wir da? Den Generator. Auch genannt Lichtmaschine übrigens, ne? Servopumpe. Ja, bei wie viel Prozent ist die? Ja, 53%. Ja. Oh. Ja, ich liebe es. Luftfiltergehäuse, Luftdeckel. Diesmal mit Schrauben versehen? Audi. Muss man nicht unbedingt was heißen, aber so. So, um an das Getriebe ranzukommen und an den Schnickschnack, der hier noch rumhängt, muss ich das Auto mal erstmal hochfahren. Wäre wohl eine Option. Das braucht man, wenn man den ganzen Tag hier sabbelt. Heute in der Folge hier braucht man auch zwischendurch mal einen schicken Kaffee. So, oh, was sehe ich denn da? Schon wieder rabiate Bremsen? Oh. Naja, gut, nicht schlimm. Passt schon. Bremsen 53%, also ich glaube nicht so gut. Soll ich da noch mehr finden? Ja, ich finde noch mehr. Bestimmt finde ich hier noch auf der anderen Seite beim Audi auch noch schick
Viel mehr, aber ich muss sagen, vom Motor her ist er total Schrott. Tut mir leid, wenn ich mal die Wahrheit sage, aber das wird ein teurer Spaß für Sie. Aber gut, wenn Sie Geld haben, kein Thema. Wir machen das als Werkstatt, Ihre Vertragswerkstatt. So. Dann bastel ich den auch wieder Ihnen die Karre so zusammen, wie Sie sie haben wollen. Das Getriebe. Nee, ist ja nicht das Getriebe, sondern es hängt ja mit dem Getriebe hier zusammen. Diese Kanal. Die. Ja, wie man das auch nennen mag. Ja. Drehstange hier, so. So, das Getriebe R4. Ach, du Schande. Eieieiei, da hat aber jemand wirklich hier ein kaputtes Auto gekauft. Oh, 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 oh. Naja, zu Audi gehört ja eigentlich auch und ist ja auch ein schicker Konzern, aber kostet unheimlich Geld. Ne, Leute, es kostet richtig schmackes Geld. Also Audi ist nicht ganz günstig. Und dann an die Teile ranzukommen. Ja, Schwungrad. So, dann kann ich gleich noch Öl ablassen. Erstmal Kaffee trinken hier. Ah, ey. Himmelswillen. So. Öl ablassen müssen wir natürlich auch machen. So. Mal gucken, was da war. Boah, ist das eine schwarze Suppe. Eieieiei, ist die schwarz. Himmelswillen. Also bei so einer schwarzen Suppe, da kriege ich sogar als Mechaniker schon das Grauen. Es wundert mich, dass hier noch eine Ölwanne dran ist. Bei einigen Fahrzeugen, die ich hier schon hatte, hat die Ölwanne gefehlt. Ja, hier gibt es so spezielle Kunden, die manchmal meinen, sie müssten das Auto einmal durch die Wüste jagen oder über Kanaldeckel düsen. Offene Kanaldeckel. Also, liebe Zuschauer und Leute, merkt euch, düst niemals über einen offenen Kanaldeckel, weil dann könnt ihr gleich das Auto wieder in die Werkstatt bringen. Zumindest in dem Fall hier. So. So, und ja, ich freue mich auch schon total darüber, wenn ich dann die neuen Folgen wieder hochlade nebenbei. Ja, da werden noch einige Folgen kommen, wo wir sehen müssen, wie wir das Auto lackieren und so. Mit dem Lackieren übrigens werden wir uns auch demnächst nochmal beschäftigen. Aber erst, wenn ich meine ganzen Punkte gesammelt habe. So, und die werden wir jetzt mal einlösen. So, was haben wir? Was brauchen wir natürlich jetzt noch? Wir brauchen schneller montieren oder schneller prüfen, schneller Teile. Ja, schneller montieren, ne? Das ist doch viel wichtiger. Ich glaube, davon haben wir alle wohl ein bisschen mehr, dass es hier ein bisschen rabiater zugeht. Pleuelstange, Pleuelstange, Kolben und raus mit den Kolben. Hallo, ich will dich. Dass du rausgehst. Hallo. Moment. Ah, so, jetzt geht's. So, müssen wir jetzt noch irgendwas rausnehmen hier? Ach so, Hebebühne. Muss ich das Fahrzeug ja wieder. Ah, ja, meine Nase. Sozusagen. Ja. Kurbelwelle ist im Eimer. Motorblock ist im Eimer. Oh. 10%. Warum machen wir nicht gleich den Motor neu, Herr Giesbrecht? Also, wenn ich jetzt schon den Motor sehe. 8%! Nein! Es wundert mich, dass die Karre überhaupt so lange gestanden hat. Mehr oder weniger. Um Himmels Willen! Na, das wird erneuert hier. Das werden wir alles erneuern. Muss ich jetzt hier noch mehr finden, was kaputt ist? An diesem Fahrzeug. Oder reicht das, wenn ich jetzt mal auf die Liste gucke? Liste, 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 Liste. Teil nicht gefunden. Gut, das ist jetzt ein Teil. Wenn ich da mal gucke, was können wir denn davon alles reparieren? So, wir sind ja am Reparieren, sind wir ja sehr schnell. Da. Fertig. So schnell kann man reparieren. Nein, ich muss sagen, hier sind wohl einige Sachen wohl echt rabiat.
So. 9% und der Tank ist. Ja, machen wir als erstes mal einen neuen Tank rein. Das ist wohl das Bessere bei diesem Fahrzeug. Ein Auto ohne Tank ist ja wohl nicht wirklich sehr viel Tank. So. Wie nennt sich das? Benzinpumpe? Ne, Spritpumpe. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo ist hier. Achso, Kraftstoffpumpe. Oh Gott, Hilfe, sind das Teile hier. So, neue Kraftstoffpumpe rein, neuer Tank rein. Dann hat er zumindest erstmal, haben wir das Problem behoben. Haben wir hier irgendwo einen grünen Haken? Yay, einen grünen Haken. Ganz unten. ABS. So, was ist das jetzt für ein Motorblock, den ich da jetzt noch kaufen muss? Ich glaube, dann hole ich dann Tuning-Motorblock. Gebe ich mal ein bisschen Geld aus. Nee. Motorblock 14B. Motorblock 14B. Wollen nur runterscrollen. 14B. Wo haben wir ihn? Zylinderkopf, Zylinderkopf, Zylinderkopf. Hä? Wieso haben wir den Motorblock nicht? Hallo? Gibt's das hier neuerdings nicht? Nur alles im Zylinderkopf. Motorblock, Motorblock, Motorblock. Wo muss ich mal hochgucken? 14B. Können auch ein V8 reinhauen. V12. Übrigens, hier ist der V12 Motor. Achso, W12. Ups. Ist von Bentley. Übrigens teuer. So. Motorblock von Bentley. Ja, Motorblock 14. Ich guck mal in der Tuning-Szene, was da so abgeht. Ob da Motorblock auch gibt's. Motorblock, ob es sowas da auch gibt. Aber ich glaube nur Zylinderkopf und sowas. Müssen wir eh alles neu machen. 14B, was haben wir denn hier? 14B. Zylinderkopf, ja, kriegt da mal einen Zylinderkopf, einen guten drauf. 2500. Vier Stück. Vier Stück. So, brauche ich noch irgendwas? Ein Turbolader. Nee, Servolenkung. Das muss natürlich übrigens auch alles passen. Sonst stehe ich doch da. 14B, 14B, 13, normal. Nockenwellen, 1, 2. Dann kriegt er noch so einen Luftfilter, einen Standard-Tuning-Luftfilter. Ach Gott, Tuning über Tuning. So, das sind 4. Ein mehr. Vorsichtshalber, man weiß nie. Abgaskrümmer weiß ich nicht, keine Ahnung. Benzinkraftstoff, Tuning. So, ein Generator brauche auf jeden Fall. Drosselklappe weiß ich nicht. Motorblock brauche ich wahrscheinlich F4. Oh, ne, F14B war das, genau. Und dann brauche ich noch diese Kolbenringe. Nockenwelle. Ne, Kurbelwelle eigentlich heißt das. Die 14B, dann kriegt er eine Kurbelwelle. Eine vernünftige. Jetzt wird erstmal groß eingekauft. Vier Stück. Vier Stück, dann brauchen wir. Ach, die Kolben. Plöllstangen haben wir. Was brauchen wir noch? Alles Bentley-Teile hier. Oh, furchtbar, diese Bentley-Teile. Alles klar. So. Okay, von hier unten können wir aus nichts machen. Hilft leider nichts, können wir leider nichts machen. Müssen wir jetzt leider durch. So, neuer Block. Sieht doch schon mal schick aus hier. So ein neuer fetter Generator. Tuningmäßig. Der Audi muss auch ein bisschen getuned werden. So, haben wir das hier auch repariert. Ach nö. Das lassen wir mal aus hier. Ja, gut, können wir machen.
Eigentlich auch nicht, aber passt schon. So, schrauben wir fest, damit der Kunde dann XY mal wieder seine Ruhe hat. So, Batterie, haben wir keine Ladestation. Ich hätte die sonst noch in die Ladestation angehauen, aber nee. Kraftstofffilter. Kriegt nochmal einen Tuning-Kraftstofffilter. Und dann kommt die Kurbelwelle da rein. Turbolader, 14B hätte ich nehmen müssen. Ja. Wasserpumpe. Boah, das geht ja noch. Die ist ja noch heile. Haben wir heile gemacht. Umlenkrolle weiß ich nicht. Muss ich mal Servopumpe. Ja, machen wir nochmal rein. Geht ja noch. Es soll ja nicht so sein, dass ich nicht so bin, aber naja, wir wollen ja mal ein bisschen was machen, gucken. Ach, Turbolader 14B müsste ich noch haben. Turbolader, ach Gott, Hilfe. Erstmal einen Kaffee trinken, ja. Ach, Hilfe. Turbolader. Geben wir wieder ein. Turbolader 14B. Das Ding soll ja auch funktionieren. Mehr oder weniger. So. Dann müssen wir jetzt nur noch die Kurbelwelle ranbringen und eine neue Batterie, mehr oder weniger. Na, das wird ja eine interessante Folge heute. Ja, ich bin schon bei 21 Minuten. Ich glaube, das geht diesmal eine Folge, die geht heute wohl eine Folge, die Stunden, eine Stunde. Ah, ich bin heute. So, dann haben wir 2% Kurbelwellenlager, Deckung, Deckel, Kur, dop, brauchen wir nochmal, zwei Stück. So, dann muss ich mal schauen, ob ich das jetzt hier wirklich so hinkriege, so schnell wie es geht, hier zusammengebaut kriege. Wäre schlimm, wenn nicht, wenn ich da noch 8 Stunden für brauche. Ölfilter, ja, schön. Kümmere ich mich später drum. Schwungrad. Okay, gut, alles klar, kümmere ich mich später drum. So, machen wir erstmal die Pöllstangen rein. Eigentlich ist es nicht so schwer, den Motor wieder zusammenzubauen. Nur das Einzige, was daran schwierig und nervig ist, ist halt eben die Pleuelstangen. Dass man die einzeln reinsetzen muss. So, ja, so seht ihr, die hat schon mal, hat der Audi wieder ein bisschen Leistung. Wir wollen ja, dass das Fahrzeug ein bisschen Leistung hat. Übrigens, wer sich ein Audi kauft und selber am Motor rumschraubt, kann davon ausgehen, dass das nicht gerade das Feine vom, das eine schöne Aufgabe ist, sondern da 14B. Habe ich den Abgaskrümmer? Eieiei, den habe ich auch zerschossen. Na, welcher Abgaskrümmer ist das? 14B. So, Umlenkrolle, haben wir die auch heile gemacht? Ja, das geht ja noch. So, dann machen wir die Nockenwellen 14B wieder rein. Leider. Oh, leider. Nockenwellen. Zwei Stück, wie immer. So, da hätten wir eigentlich auch die Deckel kaufen können, alle neu machen müssen. Hm, 52%, okay, es geht noch. Da muss er dann nochmal wiederkommen, der Kunde. Eigentlich nicht wirklich, aber in dem Spiel will ich ja, dass die Kunden wiederkommen. Also, na okay, schlampige Arbeit wollte ich jetzt auch nicht machen, aber im gelben Bereich ist noch in Ordnung. Wie gesagt, so oft muss man die Teile ja auch nicht tauschen bei dem Fahrzeug. Besonders wenn man am Motor rumschraubt. Hilfe. Ja, so, bisschen mühsame Arbeit, aber die Folge lohnt sich, wenn man sie in einer halben Stunde macht. So, dann machen wir den Deckel wieder drauf, der ist 100%.
Zack, zack, zack. Wir wollen das schneller fertig schrauben. Komm schon. Ich will fertig werden hier. Mensch. So, was haben wir hier? Die Zündkerzen. Ah, die Zündkerzen. Oh, kriegt da mal ja Tuning-Zündkerzen rein. Naja, zumindest kann er dann sich freuen, dass es funktioniert. Komm schon, komm schon, komm schon. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit. Hey, und ich will reich werden. Nein, Nockenwellenrad. Nockenwellenrad will der auch noch haben. Ey, Alter, gibt's hier nicht. Ist ausverkauft. Oh, Nockenwellenrad. Alter, oh, das wird aber teuer. So, dann kaufen wir doch gleich mal ein. Also. Nockenwellenrad. Ist das Standard? Nee, das ist nicht Standard. Das ist, das ist das hier, ne? Zwei kaufen wir mal ein. Dann brauche ich noch, noch ein Wellenrad Standard. Naja, gut, wir gucken mal, wie wir das so zurechtkommen damit. So, das war richtig. Steuerkette. 14b. Steuerkette. Die, wofür die auch immer ist. Steuerkette. Wo haben wir denn da? 14b. Ich glaube, die hält, die ist dafür zuständig, die Steuerkette, dass das hier vernünftig läuft. Die Plö Nockenwellen. So, Nockenwellen. Nockenwellenrad 14b. Hallo, Nockenwellenrad 14b. Schon wieder. Nockenwellenrad. So, 14b, das haben wir da. Da kommt eins zum anderen. Da kann man gleich den ganzen Motor neu machen, aber man verdient auch nicht schlecht dran. Muss ja sein, ne? Alles gut. So, Steuer aus. So, Steuer. 14b, wo haben wir's? Kann ich jetzt auch mal gemütlich meinen Kaffee trinken hier? Mensch. Oh, tut das gut, der Kaffee, ey. So, dann wird das hier mal angebracht. Dann machen wir das mal schnell fertig hier. Dup, dup, di, dup, di, dup, di, dup. So. Und dann sind wir schon sowieso mit dem Motor durch. So, und jetzt muss ich nur sehen. Ansaugkrümmer 14b. Ansaugkrümmer B. So. 14b. V8? Nö. Ich glaube, den. Ah, ne, das ist von Bentley. Wir fahren ja kein Bentley, sondern. Bentley, 16b. 14b. Ansaugkrümmer. Gut, dann machen wir das auch. Wir könnten natürlich auch ein Tuning-Teil ranbringen, aber das ist. Sind schon genug Kosten, die ich hier ausgegeben habe. So. Drosselklappe. Machen wir wieder ran. Funktioniert. Wissen wir. Dann brauchen wir noch das Nockenwellenrad. Nockenwellenrad R4SOHC. Sonderspezialanfertigung übrigens. Was war das Nockenwellen? Nocken. Oh weia, oh weia, oh weia. Das ist ein teurer Spaß hier. Aber zumindest werden wir hinterher wissen, was der Gesamtpreis ist für meinen Motor. Also was ich gemacht habe. So, Zahnriemen. Oh, der Zahnriemen. Auch schlimm. Furchtbar. Zahnriemen. Was kostet der Zahnriemen? Zahnriemen. Ja, 33 US-Dollar. Also 2 US-Dollar weniger als
Habe ich bezahlt, ich habe sozusagen gespart. Ich bin Sparfuchs übrigens, ne? So, was haben wir noch im Angebot? Wir haben noch den Riemenspanner im Angebot. Ja, den sollten wir auch vielleicht ranmachen. So, Steueraus. Oh, habe ich auch schon wieder kaputt gemacht. Ey, furchtbar, ja, alles kaputt zu machen. Du. So, Steueraus. Haben wir doch da. Wird gleich neu gemacht. So, dann machen wir das mal im Schnelldurchgang. Düpti. Wir sind eine Spezialwerkstatt, die ich hier alles kann. Naja, fast. Ja, das machen wir auch mal wieder ran. Dann dürfte das. Ich hoffe, der Keilriemen ist auch noch heile. Oh, Gott sei Dank habe ich nicht so viel Arbeit. So, schnell wieder ranmachen. Motormäßig sind wir schon wieder fertig. Abgaskrümmer. Der Abgaskrümmer. Der sorgt dafür, dass die Abgase wieder da hinten raus verschwinden. So, Abgaskrümmer. 14B. Oder habe ich was Falsches gesagt? Oder 16B? Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich falsch liege. Könnt ihr gleich mich korrigieren. Batterie wieder rein. So, dann machen wir das doch nochmal schnell. Fertigschrauben. So. Habt ihr noch Fragen übrigens? Bremskraft. ABS? Nö. Ist kaputt. Gibt's nicht. So. Dann haben wir die Liste fast abgearbeitet. Wir brauchen jetzt nur noch Einspritzdüsen. Ah, nee, ne? Plöllstangendeckel. Ja gut, das müssen wir natürlich noch machen. ABS. Gut, dann machen wir noch schnell das ABS. Bop. Einmal, zweimal. Bremskraftverstärker. Der sorgt dafür übrigens, dass das Auto nicht anfängt zu rutschen, sondern verstärkt die Kraft nochmal für die Bremsen, dass da ordentlich Druck hinter steht, so dass er nicht gleich abhaut, sozusagen. Da muss aber auch Kraft hinterstecken. Übrigens, wenn man dann sowas rumfummelt, Bremskraftverstärker und die Flüssigkeit auffüllt, kann ich euch sagen, sollte man Maximum, gibt es hier so eine Linie, das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, minimal und maximal. Und wenn man das bis hier oben hinfüllt, ist das ein bisschen miserabel. Ich fülle das meistens, macht das die Werkstatt bis hierhin oder ein bisschen darunter, je nachdem. Das weiß aber dann die Werkstatt wirklich selber für das Auto. Und da sollte man selber nicht dran rumfummeln. Auch wenn es zu schön und wahr zu sein ist. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, oh, ich will auch schrauben und will das unbedingt können. Was ich hier kann, ja, es ist, kann nur abraten davon. So, was haben wir hier noch? Ach so, das Motoröl müssen wir noch nachfüllen. Ach ja, da sollten wir vielleicht die Ölwanne mal ranmachen. Sonst läuft es unten wieder raus. Gibt es eine Schweinerei? Ah, herrlich, ey. Manchmal vergesse ich doch hier die Hälfte wieder. So. Das ist heile. Plollstangendeckel nennt sich das übrigens. So, der Plollstangendeckel. Ach so, falsch. Plollstange. Ploll. Brauchen wir noch 3 Stück von. Ja. So. Dann machen wir noch mal schnell ran hier. Dupdi. Die halten übrigens die Plöllstangen fest oder sind daran festmontiert an der Kurbelwelle, damit, wenn die sich dreht, dann die Kolben hoch und runter gehen. In einer Geschwindigkeit, ja, die man so an sich nicht kennt. Ölwanne 14B. So. Öl. A4. So, nehmen wir mit Ölwanne 14B. Ja, die Folge geht schon 34 Minuten. Oh. Das werden ja schon wieder lange Folgen hier, Leute. Ja, da kann ich schon wieder lange hochladen für. Dauert wieder ein paar Stündchen. So, R4. So, dann haben wir das auch. Übrigens. Und dann können wir Öl nachfüllen. Aber falsch. Wir müssen noch in den Tuning Shop. Ja.
Wir brauchen natürlich erstmal Abgasgetriebe. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. So, da machen wir dann gleich mal erstmal neues Öl rein. Dumm, die dumm. In der Zeit kann ich Kaffee trinken. Hier nochmal schnell meinen Kaffee austrinken. Oh, schon zu viel. So. Wir gucken natürlich jetzt auch nach, wie viel wir nachgekippt haben. Oh, das war schon wieder zu viel. Upsala. Naja. Ist völlig Wumpe. Dumm die dumm. Also wir haben jetzt fast alles abgearbeitet. Jetzt nur noch das Getriebe, Kupplungsdrucklager, Einspritzdüsen. Achso, die Einspritzdüsen. Ups, die müssen wir ja auch wieder ran montieren. Oh, nicht gut. Einspritzdüsen R4. Da habe ich wohl was vergessen. Wo sind die Einspritzdüsen? Hallo? Gibt's die hier so übrigens noch? Einspritzdüsen, wo seid ihr? Nö, haben sie hier nicht. Ach, schade. Gut. Ein Spritz. Ein. Da brauchen wir von 4 Stück, glaube ich. Ja, genau, so sieht das aus. Es ist ziemlich viel Arbeit an diesem Fahrzeug. So, wo kommen die denn jetzt hier hin? Da kommen sie hin. Da kommen sie ran montiert. Und da hinten, wie ich das sehe. Fehlt da jetzt noch eine? Nee, ne? Doch, es sind 4 Stück. So, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Dann können wir den Luftsauger B. B. Luftsauger B. Luft. Luftzarge B. Okay, gut. Er findet es nicht darunter. Muss ich runterscrollen. Das ist B. Dann brauche ich den kleinen, brauche ich noch. Und groß und kleiner. Was hatte da noch gefehlt? Sollte eigentlich, zumindest sollte das Auto wieder in Ordnung sein. Ich hätte das Teil mal kaufen sollen. Oh, nee, oh nee, oh nee. Ich bin aber ein vergesslicher Mechaniker. So. So, jetzt sieht das Ganze jetzt auch schon mal viel besser aus. Ich hoffe mal, dass es besser aussieht. So, so, so. Und ihr könnt am Ende der Sendung oder Folge wieder in die Kommentare schreiben, was ich noch vergessen haben könnte. Ich sehe gerade, ja, mehr oder weniger, sozusagen. So, dann werden wir uns jetzt mal mit dem Getriebe beschäftigen. Oh, wir sind schon bei 38 Minuten, eine halbe Stunde. Ich bin schon nicht drüber. Aber ist nicht schlimm, dann dauert das halt immer ein bisschen länger. So, dann brauchen wir die Kupplungsscheibe, dann brauchen wir die Kupplungsdruckplatte, tuningmäßig, ja, der soll auch ein bisschen schalten können, die Frau. So, das können wir noch wieder ranmachen und das Getriebe. Nein, um Himmels Willen bloß nicht. Nicht das kaputte Getriebe wieder ranbauen. Ja, das kommt nicht gut, das kommt wohl wirklich nicht so gut, Getriebe. 4x4, das ist das Getriebe. Aber ich glaube, wir werden jetzt nur noch so eine Folgen kriegen, wo wir den Motor komplett zerlegen müssen und wieder neu bauen, aufbauen müssen. So habe ich, zumindest ist das so mein Gefühl. Aber der Kunde soll sich ja freuen, dass das Auto wieder funktioniert.
Wieso muss die Antriebswelle kaputt sein? Antriebswelle. Wo ist sie denn? Antriebswelle. Wo ist sie? Da. A, B, C. Hallo. Standard. Nein. C wollte ich haben. Hallo? Was ist denn da heute los? Wollte nicht A, B? Und wo ist C? Gibt's nicht. Klasse. Okay, dann nehmen wir A und B. Dann können wir nichts falsch machen. Irgendeine von beiden wird schon passen. Ach so, das war A übrigens. Ups. So, die ist wieder heile. So, kommen da jetzt mal wieder vernünftige Bremsen drauf? Nö, nicht wirklich. Ich bin heute mal so faul, das mal zu machen. So, dann haben wir den Bremskolben mal heile gemacht. Yay, es funktioniert. Nee, die Reifen nicht. Nee. Die Reifen kommen jetzt noch nicht dran. Das machen wir doch später erst. Oh, Antriebswelle D ist kaputt. Oh. D, A, B, C, D, V, A, D für vordere Antriebswelle. Ach ja, übrigens muss das mal sein. So, als Mechaniker wollen wir das ja vernünftig hier machen. Schrauben wir ihm wieder die Bremsen dran, die vergammelten Dinger. Naja, nicht schlimm. Außer den Bremszettel, den müssen wir neu machen. Ups. Wir machen ja auch nur das, was auf dem Zettel steht. Das machen wir neu. Das machen wir neu. Ja, ich höre schon. Ding, dong, ding, dong. Ich höre schon die Engel rufen. Nein, Spaß natürlich nicht. Ach, ist das eine Folge heute. Das war mal wieder ein Tag. Ey, Halleluja. So, Reifen kommen wie immer nicht drauf. Noch nicht. Kann man jemand die Motorhaube zuklappen? Sieht ja sonst so scheiße aus. So, das sind jetzt nur noch die Reifen. Karadenwelle, okay. Ah, okay. So, dann machen wir die Welle hier auch noch dran. Oh. 11%. Ich wusste schon, warum ich heute irgendwie so eine Folge wieder mache. Aber ist nicht schlimm. Passt schon. Schade, dass es kein Sportgetriebe gibt. Das würde mir jetzt hier noch so persönlich fehlen, wenn sie mal ein Sportgetriebe reinhauen würden. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir ein Bentley haben. Ich glaube, dann wird es hier nochmal so ein bisschen anders aussehen. Aber dazu brauchen wir dann auch erstmal, ja, mehr oder weniger. So, 9000. So, haben wir jetzt wirklich alles auf der Liste abgearbeitet? Okay, Reifen. Okay. Hilfe. So. Jetzt müssen wir erstmal die Reifen abziehen. Was ist denn das? 19 Zoll? Keine Ahnung. Ich werde mich überraschen lassen. So, schauen wir mal, wie das dann so aussieht. So. Jetzt müssen wir mit zwei Reifen machen. Ich glaube, alle vier Reifen müssen wir machen, ne? Müssen wir alle vier Reifen machen oder? Ja, alle vier Reifen. Oh, nee. Also, liebe Leute, lasst die Finger von irgendwelchen Gebrauchtwagen, um die zu kaufen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Was sind denn das für Reifen hier, was ich habe? Alles. So, Reifen. Also, wir haben 19 Zoll. Ultrasport. 19 Zoll. Kann man die noch reparieren? Wenn ja, wäre das total genial. Dann brauche ich nämlich keine neuen kaufen. Nein, sowas kann man nicht reparieren. Felgen, welche waren das?
Toledo. Oh Gott, Toledo. Komische Marke. Toledo, Toledo. So, wo haben wir es denn? Toledo. Schreiben wir mal. Toledo. So, was ist das? 19 Zoll, ne? So, Reifen brauchen wir. Was brauchen wir denn an Reifen? So, was hat er denn jetzt hier? Super Sportreifen nennt er sich. Sportreifen. Sportreifen. Komisch. Naja, gut, okay. Soll das so sein? Soll das so sein? Draufziehen, tun was. Dauert natürlich wieder einen ganzen Moment, bis man dann so wieder fertig ist. Okay, es ist halt im Audi. Audi möchte halt eben gerne schicke Felgen drauf haben. Mehr oder weniger sind das jetzt diese 19 Zoll Reifen. Nicht, dass ich hier die falschen drauf ziehe, dann könnte ich die ganze Arbeit nochmal machen. Sieht so schmal aus. Naja, machen wir überall drauf. Nicht schlimm. Ach ja, in der Zeit kann ich mal Kaffee trinken. Ach, Hilfe, ey. Mann, das ist aber ein Arbeitstag hier. Wir sind schon bei 46 Minuten. Die sehen so schmal aus, ne? Komisch. Alter, sind die 19 Zoll ist aber auch wirklich ganz schön sportlich. Wie sieht denn das aus mit dem Profil? Eieieiei. Und das bei so einem Auto. Naja, gut, das ist ein Sportauto, ne? Dicke, fette Felgen und man kommt besser an die Bremsen ran. Keine Ersatzteile für. Habe ich irgendwas verpasst? Nicht so wirklich, liebe Zuschauer. So, jetzt muss ich nur noch drei Reifen draufziehen. Oh, 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 nein. Die Felgen würden eigentlich noch gehen, rein theoretisch gesehen, aber... ja, wir schauen mal. So. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, dumm, die, dumm, die, dumm. Sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, der Audi, ne? Also ein Schlüpfer rosa, pink. Ich nenne es mal rosa, Schlüpfer rosa. Naja, für eine Frau sieht das ja interessant aus, aber für uns Kerle. Gut, es gibt manche Kerle, die fahren mit so einem Ding auch rum. Also ich würde jetzt persönlich mein eigenes Auto nicht pink machen, weil ich mir sage, ich muss es jetzt nicht haben, mit einem pinken Auto durch die Gegend. Oder Schlüpfer rosa Auto durch die Gegend zu juckeln. Aber gut, es gibt halt eben so welche Kerle, die das total genial finden. So, achso, ich müsste vielleicht nochmal so welche auswuchten. Schade, dass man auf dem Monitor hier nicht die Daten sieht. Dann hätte man noch sagen können, übrigens, wie das so die Messdaten sind und allgemein. Das vermisse ich hier gerade so ein bisschen. Ja, ich weiß, ich kritisiere hier schon wieder zu viel am Spiel herum, aber würde mich freuen, wenn die im nächsten Update vielleicht mal so mehr Details hier machen würden. Hier sieht man ja wenigstens so ein bisschen was über den Motor, Zusammenbau. Ja, vielleicht sollte ich mir auch nochmal einen echten Motorblock holen vom Schrottplatz und sozusagen. Ja, mal so einen Tisch draus basteln, aber ich muss erstmal meinen anderen Tisch hier noch zusammen basteln, der hier noch im Zimmer steht. Ach ja, so. So, 19 Zoll. Rauf damit. Ausgewuchtet, 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 so. Wir gucken mal.
Eine Sache müssen wir noch machen. Eine einzige Zeit haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir fast eine Stunde voll. 49 Minuten. Ja, Herr Brecht. Oh Gott. Dann haben Sie Ihr Auto für Ihre Frau auch wieder. Und Sie können sich dann darüber freuen. Ja, so. Ich hoffe, das Fahrzeug ist jetzt in einem einwandfreien Zustand. Ja, Karosserie sieht gut aus. Außenspiegel, ja. Kofferraumklappe, gucken wir nochmal schnell rein. Nö, da ist nicht mal ein Verbandskasten drin. Das ist schlecht. Ja, und an der Stelle gucken wir jetzt erstmal in die Fahrzeuginformationen. So, was haben wir heute Schönes verdient? Das sind 12.425 Ersatzteilkosten. Arbeitslohn sind 12.700. 65 Abschlussprämie sind 63.095 US-Dollar und was haben wir eingenommen? 31.585 US-Dollar. Ja, damit kann man doch eigentlich zufrieden sein, Leute. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Vergesst übrigens nicht, zu liken, zu kommentieren und ein dickes Abo zu hinterlassen. Ja. Und oben rechts seht ihr, hier oben rechts, hier, ne, ob wie euch die denn die Folge gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal abstimmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es heißt Kran-Mechaniker Simulator 2018. Ich verabschiede mich wieder mit einem motormäßigen Tüdelü und bis dahin.